Deine Kunden kündigen deine Verträge und du weißt nicht, was du dagegen tun sollst. Heute geben wir dir ein paar Tipps an die Hand, wie du das Ganze ja, optimieren, verbessern kannst. Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin wie immer Nico und das ist mein Kollege Sahat und wir werden heute über Vertragsstornos, Vertragskündigung sprechen und wie man das Ganze verhindern kann, beziehungsweise wie man das Ganze ja, vielleicht wieder negieren kann, wenn es denn mal passiert ist. Also, ich denke, jeder kennt das Thema, du wirst es auch kennen. Vor allem, wenn man im Privatkundenbereich agiert, ist es natürlich so, dass man nach Vertragsabschluss hin und wieder mal einen Storno bekommt. Und die Frage ist immer so ein bisschen, was macht man damit? Weil letzten Endes, man hat Umsatz geschrieben, aber der kommt natürlich niemals an, weil er dann wieder ja, rückgängig gemacht wird. Und die erste Sache, die ich dir da mal mitgeben möchte, und das ist so auch mehr oder weniger die Grundlage für alles, was wir jetzt gleich noch erklären werden, ist, dass du dir erstmal bewusst machen musst, dass es möglich ist, einen Kunden wieder zurückzuholen. Also was ich leider sehr häufig in unseren Gesprächen höre, ist, wenn wir mal eine Analyse zum Beispiel fahren, sagt der Kunde mir, ja, wir haben hier 16 Aufträge gemacht, davon waren 10 richtige und 6 waren Stornos. Punkt. So. Also manchmal ist es tatsächlich so, es wird gar nicht versucht, diesen Kunden wieder zurückzuholen. Wenn dann mal mit einer Mail, dass man irgendwie noch was hinterher schreibt und sagt, ich gebe dir jetzt 10% Rabatt, dann kriegst du es. Aber dir muss erstmal klar werden, es ist möglich, einen Kunden wieder zurückzugewinnen, es ist sogar sehr möglich, einige dieser Kunden wieder zurückzugewinnen, wenn man, und das ist Punkt Nummer 2, auch dafür wieder einen Prozess implementiert. Das heißt, genauso wie bei allen anderen in einem Unternehmen muss es dafür einen Prozess geben, der quasi losgetreten wird, wenn es einen Auftragsstorno gibt. Und dieser Prozess ist mehr oder weniger nichts anderes als ein Kaufvertrag, weil du bist ja letzten Endes genau wieder an dem gleichen Punkt, bis auf den Unterschied, dass der Kunde dir in der Vergangenheit schon mal das Vertrauen geschenkt hat und einen Auftrag unterzeichnet hat. Aber im Grunde genommen bist du wieder an dem Punkt, dass du ein Angebot unterbreitet hast und der Kunde sagt, nee, möchte ich nicht, beziehungsweise möchte ich anders haben. So, und genauso würde ich an die Sache auch letzten Endes rangehen. Also der Kunde, wie gesagt, gibt dir ein Storno. Ich würde keine Mail schreiben, ich würde logischerweise anrufen. So. Und da würde ich erstmal klären, woran liegt das Ganze. Weil wenn Storno jetzt von mir aus nach einer Woche kommt, 7 Tage, da kann so viel passiert sein, was dazu geführt hat, dass der Kunde jetzt sagt, von mir aus das Geld ist doch knapper geworden oder es hat sich irgendwas an den Bedingungen geändert, wie auch immer. Und das muss erstmal geklärt werden. Und wenn du diesen Grund mal rausgefunden hast, dann kannst du auch ja wieder in die Einwandbehandlung einsteigen und im besten Fall den Kunden direkt zurückgewinnen. Da werden wir aber gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt ja, macht mein Kollege erstmal weiter. Ja, auch zum Thema Prozess. Wichtig ist, dass du die Gründe erfährst, warum jemand kündigt. Ja? Also führe Statistiken ein, führe also führe zum Beispiel eine Tabelle, kann erstmal eine einfache Excel-Tabelle sein, muss jetzt nicht das heftigste CRM-Tool sein. Mach eine Strichliste, warum kündigen die Leute überhaupt, warum gibt es Stornos? Und geh auf die Punkte vom Kollegen ein, aber schreib die erstmal die erste Instanz ist aufzuschreiben, warum hat der Kunde gekündigt. Auch wichtig, noch ein kleiner Nachtrag zu dem, was du gesagt hast, erstmal erfahren, warum er gekündigt hat. Viele kündigen ja kommentarlos, ne? Ja. Dass man die wahren Gründe der Kündigung auch erfährt, ne? Und dass man aus diesen Sachen, diese Statistik, die du ja irgendwann mal 5, 6, 7 Jahre hast, dass du da vorbeugend agieren kannst, ja? Dass diese Punkte, die immer wieder vielleicht mehrfach zu einer Kündigung führen, sei es das, das oder das, dass du dagegen schon vorher was machen kannst. Wenn du dann weißt, hey, das hat in der Vergangenheit schon oft zu Kündigungen geführt. Warum mache ich es diesmal nicht vielleicht etwas anders, ja? Oder ich ziehe mir aus den Kündigungen bisher Learnings raus und verbessere sie diesmal und lass sie halt direkt beim Kunden, also setze sie direkt beim Kunden um. Ja. Und diese Vorteile kannst du einfach für dich nutzen und es ist eigentlich schon ja, das ist schon fast ein Maßnahmenkatalog. Ja. Auch in deinem Optimierungsprozess, wenn du siehst, Kunden sind vielleicht unzufrieden schon ein bisschen, wo es in Richtung Kündigung geht, dass du auch auf diesen Katalog zurückgreifst. Ich hatte da schon in einem anderen Video von uns nicht näher drauf eingegangen, wie wichtig so ein Katalog für dich ist. Also sei vorbereitet, mache dir Notizen, Statistiken und dann wirst du auch da wieder rauskommen, also aus einigen Kündigungen wieder rauskommen. Ja, sehr wichtiger Punkt. Also wovon wir letzten Endes sprechen, und auch das würden wir dir gerne an der Hand geben, ist einen sogenannten After-Sales-Prozess zu Ja. implementieren. Also es ist ein Prozess, der quasi nach dem Abschluss in Kraft tritt, weil es ist leider immer noch so, auch bei unseren Kunden, da herrscht so ein bisschen das Mindset, okay, ich habe den Auftrag gemacht und auch wenn man sich das immer nicht so richtig eingesteht, aber der Kunde verliert den ja schon mal so ein bisschen an Wichtigkeit bei einem. Das ist ja bei manchen leider einfach so. Hast du vielleicht, wenn du irgendwo Kunde warst, wo das so gemacht wurde, auch schon mal erlebt. Und das ist letzten Endes ein ganz kritischer Punkt, wo diese sogenannte Kaufreue eben entsteht. Ja, weil du kaufst von mir aus gerade was für 15.000 Euro.
Ja, ich meine, wir beide wissen, wenn es jetzt um Terrassendächer geht, das ganze Ding steht vielleicht erst in 3 Monaten. So, das heißt aber nicht für dich als Fachhändler, dass du dich in diesen 3 Monaten nicht melden musst. Ja, du kannst ja trotzdem irgendwas tun, um dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben, dass er hier bei dir eine gute Kaufentscheidung getroffen hat. Also wir haben Kunden bei uns, nur damit du mal so einen Maßstab hast, die haben für ihre Kunden, da geht es auch um physische Produkte, die verbaut werden bei dir zu Hause, aber die haben trotzdem Videokurse für die. Da wird das Produkt schon mal erklärt, da wird erklärt, wie die Montage abläuft, da wird das Benutzerhandbuch erklärt. So, und in dieser Zeit, wo du quasi auf das Produkt wartest, weil es muss nun mal bestellt und geliefert werden, das geht nicht von heute auf morgen, aber in dieser Zeit hast du immer wieder Kontaktpunkte zu dem Unternehmen. Du hast jeden Tag wahrscheinlich das Gefühl, Mensch, das Geld, was ich jetzt ausgegeben habe, ist richtig aufgehoben. Und diese ganze Quote von diesen Rückläufern, die wird dadurch automatisch verringert, weil es ist natürlich auf der einen Seite schön, wenn du es hinbekommst, deine Stornos wieder einzufangen, klar. Aber wir beide wissen auch, dass das jetzt kein schönes Gespräch ist, was da ablaufen wird. Oder meistens nicht. Es klaut dir Energie, es klaut dir natürlich auch Zeit. Deswegen mach dir gerne mal Gedanken, okay, hast du überhaupt einen After-Sales-Prozess? Und wenn ja, wie sieht der aus? Weil es ist ja nun mal so, deine Kunden, die kaufen Produkte, die sie selber nicht verstehen. Klar, wir wissen alle, wie ein Terrassendach funktioniert, wie das rein technisch aber abläuft, das weiß ja wahrscheinlich keiner. Deswegen kommen sie auch zu dir. So, und du kannst halt diese Zeit dazwischen, zwischen Vertragsabschluss und zwischen wirklich Aufbau des ganzen Produktes oder Dienstleistung, solltest du nutzen, um den Kunden halt eben an dich zu binden. Das ist unterm Strich da definitiv unsere Erfahrung. Hast du dazu noch was zu ergänzen? Vielleicht ein Beispiel von einem unserer Kunden, den wir schon mal verloren haben. Also wir haben hier aus der Region Hannover einen gehabt. Der hat vor 2 Jahren mit uns angefangen und hat, glaube ich, nach 6 Monaten aufgehört. Ja. Er war nicht wirklich unzufrieden, aber hat irgendwie dem Ganzen noch nicht vertraut. Also hat erstmal gekündigt. Und dann war es nun mal so, dass er, glaube ich, ein halbes Jahr später oder dreiviertel Jahr später auf uns zukam. Und wir haben halt genau die Sachen oder die Gründe auch, warum er gekündigt hat, nochmal aufgenommen und sind nochmal in eine neue Strategieanalyse gegangen. Also haben ein neues Erstgespräch geführt, haben nochmal alles besprochen, sind nochmal rangegangen. Und seitdem ist er mit einer der erfolgreichsten Kunden, also sehr erfolgreich, hat jetzt auch mehr Vertrauen in uns gewonnen, hat dadurch, glaube ich, auch eine Mitarbeiterkampagne zum Beispiel gekauft, also gefühlt mag er uns jetzt noch mehr, weil er einmal weg vom Fenster war. Also was ich dir mitgeben will, ist, also wenn es vorbei ist, heißt es nicht, dass für immer vorbei ist. Also nutze deine Chance, geh noch mal drauf ein, auf die Punkte, die wir gesagt haben. Ich hoffe, wir konnten dir so ein paar Tipps mitgeben, ein paar Learnings. Abonniere unseren Channel, kommentiere was, wenn du Fragen hast, und bis bald.